Hallihallo, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Hui, ich wollte schon 11 sagen, meine Fresse. Nee, ich gehe mal davon aus, also ich habe offscreen nochmal hier ein bisschen rumgeschaut. Voll draufgetreten. Ich gehe mal davon aus, dass es das gewesen ist. Ich meine, wir hatten doch vorher noch nie sonst normale Kisten oder Items in diesen Tempeln bekommen. Das waren ja immer nur diese Special Items, was auch immer. Ich denke mal, dass dieser Magiesphäroid, also so normal wie er eigentlich wirkt, dass er unser Spezialitem ist, was wir hier nur bekommen konnten. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal weiter. Ich meine, zur Not kann man ja später immer noch mal hierher kommen. Das ist dann zwar mit wesentlich größerem Aufwand verbunden und ja. Naja, auf jeden Fall wird das schon. Warte mal, was haben wir denn hier Feines? Ach schön, guckt mal, hier kann man rausgucken. Da sieht man das Gebirge so ein bisschen. Hübsch, hübsch. Moment. What is it, Bartello? You know this riffraff? You are Arin, no? What of it? Can I shake your hand? Arin. No, Sir Arin. You're the reason I became a guardian. Thank you, sir. This means so much to me. Calling the personal guardian the Lord Braska Riffraff? And you call yourself a summoner? Yeesh. Bartello, enough! Get back here. Hang in there, buddy. Eh? Entschuldigt, jetzt musste ich doch mal zwischendurch was trinken. Ich habe mich aber zu spät dafür entschlossen. Ja, also wie gesagt, ich mag Donna eigentlich. Sie hat eine wunderschöne Stimme. Sie ist vom Charakter her ziemlich scheiße, aber irgendwie ist sie mir trotzdem sympathisch. Keine Ahnung, wieso. Ja. Entschuldigt meine Miezekatze. Die ist so doof. Also wirklich, ich liebe Katzen. Aber die macht mich so fertig, ey. Ich könnte sie echt gegen die Wand kloppen teilweise. Ach, hier ist sie ja schon wieder. Nochmal Orin ansprechen. Ja. Auf jeden Fall, Bartello scheint ja relativ nett zu sein. Er hat ja Orin als Vorbild, also Sir Orin. Und Donna ist aber so bisschen mehr von sich selbst überzeugt. Letztendlich muss man ihr aber zugute halten, sie ist ja wirklich nur unterwegs, um Sinn zu besiegen und der Menschheit Frieden zu bringen. Auch wenn sie vom Charakter her, naja, eine Schlampe ist. I'll never wash this hand again. Please, touch me with that hand and I'll remove it. I met Sir Arin. The Sir Arin. Ja, was muss ich denn jetzt machen? Ja, ich weiß. Muss ich jetzt so tun, als ob ich jetzt rausgehen will, oder was? Ja, okay. Genau, wir bekommen jetzt unsere nächste Bestie, beziehungsweise Yuna bekommt ihre nächste Bestie. Oh, die ist immer total fertig, wenn die da rauskommt. You owe much to your father. All these guardians. And Sir Orin too? And I hear Maester Seymour is quite taken with you. The world must look different when you're the daughter of Lord Braska. This has nothing to do with my father. I am traveling on my own, as a full-fledged summoner. Oh, is that so? Then try standing on your own two legs for once. Your guardians won't be able to protect you when the time comes.
Ja, so recht hat sie ja schon, ne? Man sollte sich nicht zu sehr auf andere Personen verlassen. Kann man zwar schon, aber man sollte mal aufpassen, dass man auch alleine klarkommt. Ja, auf jeden Fall, ihr habt es ja gesehen, wir haben jetzt Ixion mit dem Element Blitz, wie schon gesagt. Und wir können jetzt hier noch ein bisschen rumschauen. Ich glaube, hier waren jetzt auch neue Kisten. Oder Kisten, die vorher nicht zugänglich waren. Hier hinten, ich sehe schon was. Wechselspieler. Na, das klingt wie für Wacker. Jetzt gucke ich noch mal kurz. Hier in diesem Gebiet. Oh, die Katze, ich mache es gleich fertig. Ach, guckt mal, hier könnte man theoretisch hinter. Das funktioniert aber, glaube ich, nicht. Naja, egal. Die Kiste haben wir schon. Ach, nicht doch. Ja. Komme ich gar nicht weiter. Nee, komme ich irgendwie nicht. Ich werde nochmal mit jedem sprechen und dann gucke ich mal, wo Yuna steckt. Donna has left. Isaru too. So, dann hier. Ja. Nein! No matter how dark the night, morning always comes. And our journey begins anew. Hm. Naja, klar geht der, fängt ein neuer Tag an, aber. Ich will ja nicht Depri klingen, aber ja. Für mich scheint es manchmal ewig Nacht zu bleiben. So, wir gucken mal rein. Mal sehen, ob wir neue Kisten bekommen. Ich werde mal in diese ganzen Schlafgemächer gucken. Nix. Keine Person, oder? Ja. Ach doch, hier ist einer. I'm going back to Besaid. With Luzu gone? Yeah. It'd be hard fighting alone, wouldn't it? Most of the other Crusaders have already left. I'll go soon. Was ich mich frage, ich meine, nichts gegen Yuna, aber die nimmt ja wirklich jeden Schwachsinnigen mit in die Garde auf. Und der ist total verzweifelt, der ist total fertig mit seinem Leben, was auch immer. Mich wundert es, dass Yuna da nicht sagt, Mensch, begleit uns doch ein Stück oder sowas in der Art. Die Kiste, die ist schon offen. Wenigstens, dass er vielleicht erstmal so auch gegen Sinn so ein bisschen... Ach, da sitzt... Da liegt, meine ich, Yuna. Ja, ach, da ist eine Kiste. Hätte ich jetzt beinahe übersehen. Allheilmittel. Ich guck mal in das andere noch. Ja, auf jeden Fall so, dass er wieder ein bisschen hochkommt, so von seinen Gedanken. Aber man kann es ja verstehen. Er hat jemanden verloren, der ihm sehr wichtig war. Mir ging es da genauso. Mal gucken. Oh, ein ruhiger Morgen. Viele von der Bürgerwehr haben die Reise ins Abyssum angetreten. Ja, die reden ja nicht. Medium Yuna hat die ganze Nacht hindurch das Ritual der Besegnung abgehalten. Eine schmerzhafte Nacht für so ein junges Medium. Ja, dann werden wir jetzt aber Yuna einfach mal wecken, weil unsere Reise muss ja weitergehen. Und was ich nicht verstehe, Isaru und Donna waren ja mit dabei. Also die waren ja hier. Wieso die da diese Besegnung nicht mitgemacht haben? Kann das nur ein Medium machen? Oder also nur ein Medium? Oder wie ist das? Also, sie war working until dawn. Healing the wounded, sending the fallen. Okay. I guess I'll just let her sleep for now then. Ah. Morning. What? Morning? Don't worry. But it's morning. I'm so sorry. I'll get ready right away. Just a moment. Oh. Don't worry. It's okay. Ja.
Die Reise kann weitergehen. Yo, Sleepyhead! Sorry, I'm so sorry. Please forgive me. Really, there's no rush. Here, your hair. A summoner with bad hair. What's the world coming to? You could have woken me up. We called to you, but with all that snoring. What is it today? Everyone's picking on me. You too, Sir Orin? Once Lady Yuna fixes her hair, we leave. I hadn't really laughed like that in a long time. It was only later that I realized. The only one really laughing then was me. Laughing must have been the only thing keeping them going. Ja, so witzig war das jetzt auch nicht. Keine Ahnung. Ich werde aber nochmal in den Reisebedarf gucken, ob wir irgendwelche Items brauchen. So, mal schauen. Nein, wir wollen Ausrüstung kaufen. Gucken wir mal, was es hier Schönes gibt. Konter lasse ich mal lieber, das ist besser. Das ist auch besser, was ich da schon habe. Das ist dasselbe, das ist dasselbe. Da habe ich das Bessere schon. Da habe ich dasselbe wahrscheinlich. Abwehr plus 5, das ist jetzt Titus. Hat aber auch HP. Warte, jetzt muss ich mal überlegen, was ist besser, Abwehr oder HP noch ein bisschen. Ich glaube, ich lasse das mal. Dann, das ist, warte mal, Yuna. Hat sie MP plus 5, das ist wichtiger meiner Meinung nach. Waka, HP plus 5 oder Abwehr plus 5. Tja. Ich lasse das mal. Lulu ist auch MP besser. Kimari lasse ich jetzt einfach mal so. Das ist in Ordnung. Okay, dann kaufe ich mal gar nichts. Gut, ich denke, dann können wir so langsam mal uns wieder auf den Weg machen. Ich werde dann im nächsten Part offscreen mal ein ganzes Stückchen zurücklaufen, weil ich mal einen Kommentar bekommen habe, dass ich wohl auf der Mihen-Straße was vergessen habe. Das möchte ich natürlich nachholen. Ach scheiße, jetzt habe ich schon wieder nicht vorgelesen. Das erste, keine Ahnung. Der Orden hat uns wieder aufgenommen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Ich sollte die Bürgerwehr verlassen und Tempelkrieger werden. Mit Machina können wir sie nicht besiegen. Unsere einzige Hoffnung sind die Media. Jevans Leitsätze waren richtig. Wir von der Bürgerwehr waren töricht. Nimm das, ich habe dafür keine Verwendung mehr. Wir haben ein Halberd bekommen und ich kick meine Katze hier gleich weg. Das kann ja nicht wahr sein. Mann, Mann, Mann. Ja, das ist das Problem. Man macht die Tür zu, damit man seine Ruhe hat. Aber was passiert? Die Katze macht die Tür auf. Ich habe mir wegen der Offensive die ganze Nacht Vorwürfe gemacht. Dann kam ein Mönch und belehrte mich, ich sollte lieber die Zeit nutzen und beten. Um meine Untergebenen im Episum zu besänftigen, werde ich ein Gebet sprechen. Das habe ich von einem Mönch bekommen. Ihr werdet es nötiger haben als ich. 10 Potions und jetzt ist mir der Mönch schon wieder abgehauen. Nee, hier ist er. Die Bürgerwehr scheint ihre Tat von ganzem Herzen zu bereuen. Der Tempel wird sich ihnen öffnen und ihre Sünden vergeben. Auch die Bürgerwehr gehört zum Volk. Der Orden wird sie nicht von sich weisen. Wenn ihr verwundet seid, findet ihr hier jederzeit Zuflucht. 2 High Potions bekommen, sehr schön. Off so early? Lady Yuna, you must be exhausted after working so hard last night. Will you be okay? I feel that I have rested enough, but thank you for your kindness. Will you be leaving too? Yes. First we cross the Moonflow, and then we head north in search of chocobos to replace those we have lost. Once we find chocobos, our mounted forces will ride again. Huh? Aren't you missing someone? Captain! Wait for me! What took you so long? We're leaving.
You expect me to keep up with a chocobo? Lady Yuna, I wish you good fortune. Elma, Clasco, let's go. Ma'am. Hey, can I just rest a sec? No complaints. Ja, warte mal, jetzt hatten wir die schon jetzt angesprochen. Achso, nee, das ist ja nur eine. Den haben wir, glaube ich, schon angesprochen. So, ich gehe mal fix noch ein paar Schritte. Wir sind zwar jetzt schon bei den 15, 16 Minuten. Ich will jetzt aber wirklich noch dieses kleine Stückchen hier gehen. Where to next? We cross the Moonflow. Gotcha. Moonflow, baby, here we come. Genau, wir haben jetzt den Yevon Temple Josie abgeschlossen und gehen jetzt durchs Illuminum. Ein wirklich sehr schöner Ort. Ich werde jetzt den Part aber erstmal beenden und hier gleich mal ein paar Schritte zurückgehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und ja, bis dann. Ciao.